ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Noch einer! Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten! Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaube ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Beim ersten Mal hier nachgucken. Windmühlen! Können wir reinschauen? Klar. Warum nicht? Sag mal, warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus wie Riesen mit lustigen Schildschwertern. Oh, was mag diese Kurbel? Ich mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten. Es gibt doch Ärger, wenn wir das machen. Die Mühle ist angehalten. Halten jetzt einfach alle Mühlen an. Und verhindern somit, dass die Arbeiter ihre Arbeit tun können. Okay, da kommen wir nicht lang. Sowas von Ärger. Und hepp. Aha. Und dann einfach die Mühlen anhalten. Dann bestimmt auch ein eigener Achievement. Oh, hat geklappt. Shh. Lasst uns leise verschwinden. Hier rein. Ah, da rennt Hugo rein. Los, Hugo. Ja. Und die Windmühle steht schon. Hugo. Hoch, gut, gut. Noch was. Da braucht Stücke. Das sind Windmühlen still. Was das uns bringt? Keine Ahnung. Hier gibt es ein Schild und ein Schwert und einen Helm. Nimm die auch mal mit. Am Ende bringt es noch was. Hier geht's runter. Aha. Cool, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Thank you.
Natürlich verschlossen. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Wie können hier so viele Blumen wachsen? Vielleicht hat der Sohn der Glutasche tatsächlich Macht über diese Insel. Ich würde auch gern Blumen wachsen lassen. Ich würde gern Gold wachsen lassen. Gold riecht aber nicht gut. Gut, du hast gewonnen. Ja, danke. Okay, bin mir auch nicht lang. Können wir vielleicht durchs Blumenbeet noch laufen? Wer dein? Eine Blume kaputt machen, weil wir durchrennen. Jetzt haben wir die Vögel ein bisschen außer Augen gelassen. Hier wollte ich dran. Und nix. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Am besten um ihn zu weitermachen. Wir müssen springen. Ich dachte, ein bisschen erkunden. Kann doch nicht wehtun. Was ist das? Oh ja, Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus, das ist fast... Peinlich? Naja, überraschend. Kriegen wir die Kronen bis heute Abend fertig? Das schaffen wir schon. Was geht hier vor sich? Da war auf jeden Fall ein Vogel. Juhu, ich bin der Sohn der Glutasche. Bist du nicht? Doch, guck mal. Ich beherrsche die Sonne. Du machst rein gar nichts. Ich zeig's dir. Hier, wart nur ab. Wir sollten am Fluss spielen. Hier waren wir, glaube ich, schon. Der schaut darüber. Irgendwo muss es sein. Das nächste Vögelchen. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß, aber Vogel! Sind wir eine Spirale gelaufen? Und wir kommen der Mitte näher.
Sorry, ich ging da unten. Gott sei Dank nicht gut, dass es da für die Windmühlen kein Achievement gab. Das ist gar keine Auswirkung. Der Berg ist ja so groß. Psst, willst du mir die Fische verscheuchen? Oh, Verzeihung. Und das ist ein Lagerfeuer. Also, ich hoffe, der Fisch entkommt. Du hast recht. Freiheit Was den ist Fischen. Das? Das ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Irgendwo. Wenn wir 2 Minuten erkunden. Können wir jetzt wieder in der Hauptquest weitermachen. Was ist mit dem glotzenden Vogel? Ich weiß, er ist unsere heißeste Spur. Folgen wir ihr. Komm, hoch mit dir. Gut, gut. Ziemlich leer. Ein paar Stücke. Ach komm, eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Dieses Fenster, da ist etwas drin. Ah, die Tür. Volltreffer. Gehen wir zurück. Ja, nehmen wir den Turm ein. Oh, du bist also ein Eroberer. Nur Türme. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Ein Messer. Hilfreich. Dann werden wir noch gebrauchen können. Was wohl dort oben ist? Vielleicht ja das Vogelnest. Oh, dort legt er seine Eier. Glaubst du, mein Vogel ist eine Mama? Wer weiß. Blöde Leitern. Oh. Oha. Was haben wir hier? Mal sehen, was da... Amicia, ich will zurück zu den Steinvögeln. Das hilft uns weiter. Für das muss ich alles bauen können. Mal sehen, was sich machen lässt. Nichts lässt sich machen. Ah, ich bin mal ein bisschen... Holz Nummer 2. Dann mal an die Arbeit. Nichts. Wir sind fast oben. Na dann los. Hier kann man alles sehen. Hat sich gelohnt. Nette Komm Aussicht. Näher. Jetzt kannst du dich wie dein Vogel fühlen, wenn er hier oben sitzt. Nicht wie irgendeiner. Wie ein Raubvogel. König der Vögel. Was siehst du? Ich sehe, wo ich jage. Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf 3. 1, 2, 3. Go! Also gut, gehen wir wieder runter. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Übrigens, gut gekreischt, ihr beiden. Du warst auch ziemlich gut. Das war ich weiß, meine Kapitänsstimme. So eine braucht man, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Der Crew gefällt sie sicher. Noch hat sich keiner beschwert. Ist die Erinnerung gut gekreischt. So sammelt man Erinnerungen.
den Abseits der Pfade wandert. Ihn ein bisschen erkunden. Jetzt noch mal zurück zum Vogel. Wo war der Vogel? Da wird Brücke. Macht jetzt ziemlich weit raus. Ah, hier ist der nächste. Der zeigt mir hier hin. Aha. Das muss es sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja, sieht wichtig aus. Mal sehen. Da, der Vogel. Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Können sie verbrennen. Warum sollten wir Blumen verbrennen? Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. Der Feuervogel. Jetzt haben wir Waldbrand ausgelöst. Bei der Hitze. Feuer machen. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne! Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Okay, also geht es schon zu weit. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Auf die Berge hoch. Kletter hoch. Alles klar.
Irgendwas hat hier der Orden wieder zu tun. Da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Da ist auch irgendwie so ein Gebetskreis. Ach, hier waren wir doch schon. Wie guckt man mit dem Anker? Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. Hey, noch ein Schmugglerzeichen. In Gayenne Jagd, wie viele sind da noch? Weiß nicht. Vielleicht sind Nummer die schon drei. Länger hier. Vorhin habe ich zwei gesehen. Das heißt, irgendwo muss noch mal eins sein. Hey, sehen wir uns das mal an. Die Turmruine waren wir da nicht eben. Ich glaube, die haben wir schon geklettert. Geht's doch zurück zum Palast, oder nicht? Und das ist mein Sprint hier. Bisschen Übung haben, guten Atem, gute Ausdauer. Das ist er, der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen. Angsthasen. Und schon das nächste Kapitel. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lass uns zusammen mächtig und groß sein. Rechne das nach. Es wird langsam heiß. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Eben nicht. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Knapp daneben etwas, heißt das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Nicht. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, ja, stehendes Gewässer. Hey, Hugo, ich weiß nicht. Du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah!
Und dass da aus einer Quelle kommt. Wasserattacke! Das sind die Becken. Hey! Gegenangriff! Ist gut, ich gebe auf. Für die du hast Runes. Mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Ego. Ich werde mich rächen. Also nicht nutzen, schade. Wo geht's denn hier jetzt weiter? Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Das sind so viele Amicia. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Aber wir sind noch keine ungebetenen Gäste. Vor allem ein Graf und eine Gräfin. Übrigens, wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt. So ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Hört mal, ist das die Ziege, die er meinte? Tramontane, ja. Vielleicht ist sie in dem Haus. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Natürlich. Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Hm. Okay, wie kommen wir da jetzt rein? Kann ich irgendwo wieder irgendwo durch, oder? Dann wieder drüber. Tja. Hier ist eine Kiste. Klappen können. Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Ah, ich wusste, du hast zwei starke Leibwächterinnen. Das ist ziemlich hell. Ein Loch in der Wand. Hm. Hey, nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Ist so lustig. Aber gut gemacht. Das war ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin.
Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Werkzeug.